Moin Moin, Mahlzeit, ein herzliches Willkommen zurück zu Bulletstorm. Wir sind im zweiten Akt, Kapitel 2, der schlimmste Familienurlaub. Willkommen zu Ihren schlimmsten Albträumen und Ängsten, dem Terror Dome. Sehen und staunen Sie angesichts der abscheulichen Grube des mächtigen und schrecklichen Mekaton. Der Legende nach kann ein mutiges Herz zu der Mekatron. So, ich kann den Bone Buster kaufen. Okay. Da ist der mächtige Mekatron. Oh Mann, ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern diesen Wunsch nicht geteilt hätten. Da ist er. Sieht aus, als würde einer fehlen. Ja. Es sieht so aus, ne? Städtische Behörden versichern. Ich begreife nicht, welchen Zweck das hier erfüllt. Ach komm, willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust, hier mit einem dieser Mekatons rumzuwilken? Zack. Nicht gut. Kilowatt. So, wir sind jetzt hier in so einer kleinen Miniaturstadt und können hier so ein bisschen Spaß haben. Oh. Oben ohne. Hier ist was. Wo denn? Was zur Hölle? Ah, ihr wollt mich wohl verarschen. Da über. Los, komm! Weiter! Das ist der schlimmste Familienurlaub aller Zeiten. Läuft doch. Sieht sicher aus. Sieht total sicher aus. Ah, nein. So, ich will nach oben, genau. Da wollte ich hin. Ausrüsten, ersetzen. Ah, okay. Na, Ishi? Alles gut? Kommen Sie! Oh, God!
Heilige Scheiße! Ich wusste, der kommt zurück! Ja, Digga. Schieß weiter! Ich mache uns einen Weg frei! Hä? Warum muss ich eigentlich den Scheißjob machen? Fuck, was ist das? Aus der Zeit. Hier geht's raus! Auf 12 Uhr! Oh, ist friedlich. Alles friedlich. Ich hoffe, du hast dich amüsiert. So, da ist eine Fernbedienung. Sieh nur, Papa hat eine waschechte Robotersteuerung gefunden. So, jetzt kann ich nämlich den Megatron hier kontrollieren. Achso. Schlagen sollst. Ah, okay. Wie abgefahren! Der Scheiß ist noch cooler, als er aussieht! Na schön, los geht's! Das Fass macht Bumm! Was macht sowas von Bumm? Aber der ganze Part ist schwieriger, wie er aussieht. Siehst du den Ausdruck auf ihren Gesichtern? Lauf! Lauf! Ich hab euch den Tod durch die Hände eines Kinderspielzeugs! Mann! Aua! Komm schon. Das ist so übel. Du kriegst so auf den Sack. So. Fetzt ihr Mistsäcke. Genau. So, haben wir's? Hier ist alles ruhig. Gehen wir weiter. Versuche das. Ray. Hier lang. Jawohl. Vor uns!
Tötet sie! So geht das. Genau so geht das. Komm schon! Okay, weiter geht's. Die umgehen uns! Deck unsere Flanke! Greif an, mein Schoßtierchen! Bring Tod und Vernichtung über die Menschen! Alle einfach blind überall hin. Hier lebt immer noch hier oben. Hier hat mein Roboter gerade echt wütend gemacht, Jungs. Badam! Badam! Mein Lieblingsroboter, der macht was her. Auch Ishi war famos, aber nicht 20 Meter groß. Ich schmeiß hier eine Party rund um die Uhr. Holt euch den Roboter, wir gehen auf Metzeltour. Würdest du bitte die Schnauze halten? Ja, so, mal die Platte. So, Friede vor der Eierkuchen. Na, denkst du. Jetzt kommen sie von der anderen Seite. Ah, wo bist du denn? Schieß doch. Nein, da hinten nicht. Genau. Ah, da ist noch einer. Komm schon, mach ihn platt. Mann, blöder Roboter. Komm schon, schieß auf das Fliegding da oben. Wo schießt du denn hin? Aber jetzt nicht so schwer, ich zeige doch genau da drauf. Genau. So. Hinter uns! Wo war ich denn wieder? Ah.
Das ist anstrengend. Gerne. Aber es ist ja einfach nicht zu Ende. Als würde man einem Rentner den Lolli klauen. So, jetzt haben wir's. Wir müssen hier raus. Scheiße, das klingt übel. Tschüss, mein Freund. Er hat uns treu gedient. Ich wollte ihn Pepsi nennen. Aber leider konnte ich ihm das nicht mehr sagen. Ich werde ihn nie vergessen. Pepsi. Sieh mal da unten. Nicht unsere Trigen hier, Gray. Sie haben dieses Loch bewacht. Vielleicht mögen sie es ja einfach. Vielleicht mögen sie auch nicht, was aus ihm rauskommt. Bei der Armee muss da drin echt irgendwas abartig Gefährliches lauern. Also gehen wir runter? Logisch. Was für eine Frage. Verständlich gehen wir runter. So, das war Kapitel 2, meine ich, des zweiten Aktes. Ich glaube, 2 Kapitel gibt es immer pro Akt. Im nächsten Video geht's dann weiter mit dem 3. Akt, Kapitel 1, wo ein Scharfschütze heißt es. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!